Gemeinsam mit dem Papst und Christen aus aller Welt erfleht das Gebet vom Berg Zion Frieden für das Heilige Land nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen der letzten Wochen. Von den Oberhäuptern der örtlichen Kirchen kommen Appelle zur Beendigung der Gewalt. Für einige Stunden wurde der Lärm der gewalttätigen Auseinandersetzungen, die seit Tagen andauern, vom Klang der Musik überdeckt. Am Abend des 6. Mai fand ein Treffen statt, bei dem einige Gruppen von Christen, Juden und Muslimen gemeinsam spielten, sangen und beteten. Die Feierlichkeiten im Heiligen Land gehen weiter. Das Fest der Findung bzw. des Auffindens des Kreuzes Jesu durch die heilige Helena in der Grabeskirche. Auf dem höchsten Punkt des Ölbergs das Gedenken an die Himmelfahrt Jesu in der letzten Woche der Osterzeit. Die Dankesbotschaft von Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, für die Spenden, die anlässlich der Proterra Sancta-Sammlung eingegangen sind und für die verschiedenen Aktivitäten der Kustodie und für die Christen vor Ort bestimmt sind. Der zweite Teil einer vierteiligen Serie über die Bedeutung der Mutter Gottes als Patronin des Franziskanerordens. Ein Projekt des Terra Sancta Museums in Jerusalem. Bittet um Frieden für Jerusalem. Friede sei mit denen, die dich lieben. Friede sei auf deinen Mauern. In Psalm 48 wird der Berg Zion als der Ort der göttlichen Wohnung vorgestellt. Und inmitten der großen Herausforderungen dieses Augenblicks feierte Bruder Francesco Patton, Kustos des Heiligen Landes, am 11. Mai die Messe im Cenacolino, dem Kloster auf dem Berg Zion, das nur wenige Meter vom Abendmahlsaal entfernt liegt, dem ersten Sitz der Brüder der Kustodie des Heiligen Landes. Mit Maria im Abendmahlsaal war das zentrale Thema seiner Predigt während der Feier für die Wohltäter des Heiligen Landes. Der Kustos erinnerte an die Ereignisse im Abendmahlsaal, das letzte Abendmahl mit der Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums, die Herabkunft des Heiligen Geistes, der den Jüngern die Kraft gab, sich der Welt zu stellen und den Mut, die Auferstehung Jesu zu verkünden. Heute, so der Kustos, sind wir wieder hier im Gebet zusammen mit der Mutter Jesu in dem Monat, der ihr geweiht ist, um noch einmal zusammen mit Maria die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Kirche und auf die ganze Menschheit zu erflehen. Wir wollen den Geist auch bitten, der ganzen Menschheit Heilung zu bringen. An diesem heiligen Ort, der uns an Pfingsten erinnert, wollen wir auch mit Zuversicht für alle Freunde und Wohltäter des Heiligen Landes beten. Zusammen mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus, fuhr er fort, beten wir auch mit Blick auf die Auseinandersetzungen, die hier in Jerusalem stattfinden. Wir bitten den auferstandenen Christus, den Friedensfürsten, dass diese heilige Stadt ein Ort der Begegnung und nicht der gewaltsamen Auseinandersetzungen, ein Ort des Gebetes und des Friedens sei, betonte der Kustos nicht weit von den Orten, an denen sich diese Ereignisse abspielen. Noi crediamo nel valore e nel potere della preghiera di intercessione. Wir glauben an den Wert und die Kraft des Fürbittgebetes, dass das Fürbittgebet Jesu ist, mit dem auch das unsere verbunden ist. Und dann gibt es noch eine andere Absicht, die viel lokaler ist, könnten wir sagen. Wir haben Tage der Spannung erlebt, Tage der gewalttätigen Auseinandersetzungen. Leider gab es Hunderte von Verletzten und Dutzende von Toten. Wir müssen beten. Daran hat uns auch Papst Franziskus im Angelus am vergangenen Sonntag erinnert. Dobbiamo pregare per la riconciliazione. Dobbiamo pregare perché al linguaggio della violenza venga sostituito invece il linguaggio del. Wir müssen für den Frieden beten. Wir müssen für die Versöhnung beten, damit die Sprache der Gewalt durch die Sprache des Dialogs ersetzt wird, die absolut notwendig ist in diesem Land. Dass das Land ist, in dem Juden und Palästinenser zusammenleben, in dem die Gläubigen des Judentums, des Christentums und des Islam zusammenleben. Questo ovviamente anche lo chiediamo a Dio e lo chiediamo come dono dello Spirito Santo. Auch darum bitten wir natürlich Gott. Wir bitten darum als Gabe des Heiligen Geistes und natürlich als besondere Gabe an diesem Pfingstfest, damit sich die Herzen aller Menschen, die in diesem Land leben, verwandeln können.
Für ein paar Stunden wurde der Lärm der gewalttätigen Auseinandersetzungen, die seit Tagen in Jerusalem andauern, von den Klängen der Musik überdeckt. Ein Abend der Begegnung, an dem Gruppen von Christen, Juden und Muslimen gemeinsam spielten, sangen und beteten. La musica che riunisce e che permette. Musik, welche die drei Religionen zusammenbringt, auch mit unterschiedlichen Sprachen. Und dann haben wir vor 6 Jahren beschlossen, ein ganzes Jahr der Bedeutung des Gebetes in den verschiedenen Religionen zu widmen. Wir haben ein Festival des Gebets geschaffen, ein Haus des Gebets für alle Völker, genannt Amen. Eine Woche lang luden wir junge Leute, Familien, alle Einwohner Jerusalems ein, die drei Glaubensrichtungen kennenzulernen. Ein Weg, zu dessen Förderern auch die Kustodie des Heiligen Landes und die hebräischsprachige katholische Gemeinschaft gehören. Im Laufe der Zeit hat es Momente gegeben, die dem Studium des Wortes mit seinen verschiedenen Interpretationen gewidmet sind, und Abendkonzerte wie dieses, die einmal im Jahr Instrumente und musikalische Traditionen aus dem Nahen Osten auf die Bühne bringen. Dies ist die Woche, in der Israel die Stadt Jerusalem feiert. Als wir vor 7 Jahren unsere Gemeinschaft hier eröffneten, die Keilat Zion, beschlossen wir, sie Jerusalem als einer der gemeinsamen Stadt zu widmen, einer Stadt, die wir alle teilen. Ich denke, die meisten Menschen in diesem Land sind moderat und wollen sich gegenseitig respektieren. Aber das braucht Zeit. Jeder von uns trägt tiefe Wunden und wir müssen diese Wunden annehmen und etwas Besseres daraus machen. Nicht ein Leben, in dem wir uns voreinander fürchten, sondern eines, in dem wir füreinander sorgen. Das wollen wir versuchen. Das bedeutet nicht, dass ich auf die Einforderung meiner Rechte und der Rechte meiner Familie verzichte. Aber wir wollen Palästinensern, Israelis und allen anderen sagen, dass wir zusammen leben können. Aus der ganzen Welt kommen Appelle für ein Ende der Gewalt in Jerusalem. In einer Erklärung sagten die Patriarchen und Oberhäupter der örtlichen Kirchen, sie seien besorgt über die jüngsten Ereignisse, welche die Heiligkeit Jerusalems als Stadt des Friedens verletzen, und argumentierten, dass die wachsenden Spannungen die bereits fragile Wirklichkeit in und um die Stadt gefährden. Es wird das Fest der Auffindung genannt, weil es aus dem Lateinischen kommend an die Auffindung des Kreuzes Jesu durch die heilige Helena, Mutter des Kaisers Konstantin, erinnert. Von dem Ort, der auch heute noch wie ein Steinbruch aussieht, wird das Reliquiar mit einem Fragment feierlich in einer Prozession in die Grabeskirche getragen. Questo cammino con la croce, questo. Dieser Weg mit dem Kreuz, dieses dreimalige Umkreisen des Grabes und das Tragen des Kreuzes in das Grab hinein und dann wieder hinaus, ist der symbolische Weg des Osterfestes. Es ist die Erinnerung daran, dass Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, dann in das Grab gelegt wurde, aber am 3. Tag auferstanden ist, wie es in der Schrift heißt. Die Liturgie schließt mit einem dreifachen Segen ab. E poi si conclude con questa triplice benedizione. Die heilige Helena entdeckte in den Jahren 327 bis 328 drei Kreuze unweit des Kalvarienbergs. Sie bat eine sterbende Frau, eines nach dem anderen zu berühren. Das letzte Kreuz ließ sie plötzlich wieder zu Kräften kommen. Nach einer anderen Überlieferung erweckte es einen Toten zum Leben und wurde deshalb als das Wahre identifiziert. In seiner Predigt betonte Bruder Francesco Paton, Kustos des Heiligen Landes, wie wichtig es ist, das wahre Kreuz wiederzufinden, angesichts der Gefahr, dass es selbst für Christen an Bedeutung verliert. Das Kreuz ist, wie wir wissen, ein Zeichen der Erlösung. Es ist der Moment, in dem sich die größte Liebe manifestiert, die Herrlichkeit Gottes, die darin besteht, bis zur Hingabe des eigenen Sohnes zu lieben, die Herrlichkeit Jesu, die darin besteht, bis zur Hingabe des eigenen Lebens zu lieben. Wir sind aufgerufen, um eine oberflächliche Sicht des Lebens und des Glaubens zu vermeiden, niemals zu vergessen, dass die Begleitung durch das Kreuz grundlegend ist. Das menschliche Glück selbst besteht in der Fähigkeit, die Momente des Leidens, des Kreuzes, des Todes in eine größere Perspektive zu integrieren, die eben die österliche Perspektive des Lebens ist, das Leben in Gott. Dentro una prospettiva più grande, che è appunto la prospettiva pasquale della vita, che è il vivere in Dio. Da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?
Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Diese Tatsache, die in der Apostelgeschichte geschildert wird, geschah der Überlieferung nach an diesem Ort. Nach franziskanischen Quellen: Um das Jahr 378 baute die römische Edelfrau Poemenia die erste Kirche auf dem Südgipfel des Ölbergs, 808 Meter über dem Meeresspiegel. Anhand des Mosaiks in der Apsis der Kirche Santa Pudenziana in Rom, die um das Jahr 390 kurz nach dem Heiligtum von Jerusalem erbaut wurde, können wir Letzteres als ein Gebäude mit einer Öffnung nach oben beschreiben. Als die inzwischen zerstörte Kirche wieder aufgebaut wurde, hielten sich die Kreuzfahrer an die ursprüngliche Architektur. In der Mitte einer achteckigen Struktur platzierten sie eine Kapelle, die, welche man heute sieht, und ließen die Decke offen. Nach Saladins Sieg im Jahr 1187 übernahmen die Muslime das Gebäude und bauten die Kuppel. Dieser Ort, der den Muslimen gehört, ist am Fest der Himmelfahrt Jesu frei zugänglich, damit die Christen sich an dieses Ereignis erinnern und es feiern können. Nach der Tradition begannen die Feierlichkeiten auf dem Gipfel des Ölbergs bereits am vorherigen Nachmittag mit dem feierlichen Einzug in die Stätte, gefolgt von der Vesper und schließlich der Prozession, die dreimal um die Himmelfahrtskapelle führt. Die anschließenden Feierlichkeiten wurden in diesem Jahr abgesagt, insbesondere die nächtlichen, wegen der Zusammenstöße in Jerusalem und vielen anderen Städten. Dann am Morgen des Donnerstags, 13. Mai, wurde die feierliche Messe von Bruder Dobromir Jastal von der Kustodie des Heiligen Landes zelebriert, der in seiner Predigt sagte: Der Geist der Wahrheit, der uns gegeben wurde, als wir gläubig wurden, sagt uns, dass wir mit Jesus auch auffahren, mit der Hoffnung und der Verheißung, dass wir eines Tages bei unserem Herrn und Meister sein werden. Quando Gesù è scomparso dalla loro vista con il suo corpo, ecco, non gli è rimasto altro. Als Jesus aus dem Blickfeld der Jünger verschwand, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich an die Verheißung des Heiligen Geistes zu erinnern, der, wie wir wissen, im Abendmahlsaal auf sie herabkam und dieses Geschenk anzunehmen. Seitdem konnten sie verstehen, was die Trennung vom leibhaftigen Jesus bedeutete. Sie begriffen, dass es die Zeit ihrer Sendung war, dass Jesus ihnen durch seine Auffahrt zum Vater eine Sendung anvertraut hatte, ohne sie jemals allein zu lassen. Ha affidato a loro una missione senza lasciarli mai da soli. Während der Feier erinnerten Franziskaner, Ordensleute und einheimische Christen an die Himmelfahrt Jesu und erneuerten ihre Hoffnung auf das kommende Pfingstfest. Il messaggio che Gesù stesso ci manda Es ist die Botschaft, die uns Jesus selbst aus seiner Sendung, aus seinem Erlösungswerk und auch, so könnte man sagen, aus der Gabe, die er den Jüngern anvertraut hat, gibt. Die Sendung nämlich, den Problemen dieser Welt nicht mit den Mitteln dieser Welt zu begegnen, sondern dem Leben in der Welt mit dem von Jesus geschenkten Frieden. Ma di affrontare la vita nel mondo con la pace donata da Gesù. Grazie. Grazie a nome dei cristiani delle nostre parrocchie di Terra Santa. Danke. Danke im Namen der Christen unserer Pfarreien im Heiligen Land. Danke im Namen der Kinder und Jugendlichen, die unsere Schulen besuchen. Danke im Namen der Flüchtlinge und Migranten, die zu uns kommen und Hilfe suchen. Danke im Namen der Armen und Bedürftigen in unseren Gemeinden. Danke im Namen der Brüder, die in den Heiligtümern leben und die heiligen Stätten pflegen. Danke an jeden Einzelnen von Ihnen, der uns durch die Karfreitagskollekte geholfen hat, obwohl das Jahr auch für Sie, für Ihre Familien und Gemeinden schwierig war. Ich danke Ihnen, weil Ihre Herzen offen, großzügig und solidarisch geblieben sind. Möge der Herr Sie segnen und belohnen, Ihre Familien und Ihre Lieben segnen und beschützen. Vielen Dank aus dem Heiligen Land. Vi benedica e vi ricompensi, benedica e custodisca le vostre famiglie e i vostri cari. Grazie dalla Terra Santa.
Nicht jeder weiß, dass Maria die Schutzpatronin des Franziskanerordens ist. Aber warum hat die Mutter Gottes diese Bedeutung für den Orden? Wir werden dies anhand einer Auswahl von Objekten aus den Sammlungen der Kustodie des Heiligen Landes entdecken, die in der zukünftigen historischen Abteilung des Terra Santa Museums ausgestellt werden. Das Museum, das sich im Kloster des Heiligen Erlösers in Jerusalem befinden wird, wird der Ort sein, an dem man die Geschichte der Franziskaner im Heiligen Land und ihre Verehrung der Mutter Gottes wiederentdecken kann. Pater Stefan Milovic, Leiter des Kulturerbebüros der Kustodie, und Pater Alessandro Coniglio, Professor am Studium Biblicum Franziskanum in Jerusalem, werden uns bei dieser Vertiefung begleiten. Heute sind wir in der Kurie der Kustodie des Heiligen Landes in Jerusalem. Wir präsentieren eine in Tempera gemalte Tafel italienischer Machart, die wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Wie Sie deutlich sehen können, ist das Tafelbild das Ergebnis der Vereinigung von zwei Achsen. Aufgrund des Unterschieds im Stil zwischen dem unteren und dem oberen Teil wurde die Hypothese aufgestellt, dass der untere zu einer Retabel gehörte, während der obere Teil später hinzugefügt wurde. Der untere Teil stellt die Deesis dar, ein für die byzantinische Kunst typisches ikonografisches Thema, das die Figur des Christus, des Richters, zeigt, der von der Madonna und dem heiligen Johannes, dem Täufer, begleitet wird, die für die Menschheit im Moment des jüngsten Gerichts Fürsprache halten. Darunter erkennen wir den heiligen Franziskus und den heiligen Dominikus auf der linken Seite und die heilige Katharina von Alexandria auf der rechten Seite. Im oberen Teil ist Gott Vater in eine Wolke gehüllt und von den vier Evangelisten umgeben dargestellt, während an den Seiten die Episode der Verkündigung abgebildet ist. Das Thema dieser Tafel ist also Deesis, das heißt Fürbitte. Die Aufgabe Mariens und des Täufers ist es, die Gebete der Menschheit vor Christus zu bringen, um von ihm die Segnungen und Gnaden zu erhalten, die unsere arme Menschheit braucht. Diese Darstellung erinnert uns an ein Gebet zur Gottesmutter, das der Heilige von Assisi als einziger Antiphon in seinem Passionsoffizium komponiert hat und das wie folgt lautet: Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen der Welt ist keine dir ähnlich geboren, Tochter und Magd des erhabensten, höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns mit den heiligen Erzengeln und allen Mächten der Himmel und allen Heiligen bei deinem heiligsten, geliebten Sohn, dem Herrn und Meister. Maria wird von Franziskus als diejenige angerufen, die aufgrund ihrer ganz besonderen Verdienste beim göttlichen Sohn Fürsprache einlegt. Franziskus beschreibt die einzigartigen Beziehungen, die Maria mit der Dreifaltigkeit verbinden. Maria hat Macht über das Herz Gottes, weil sie Tochter und Dienerin des himmlischen Vaters, Mutter Jesu und Gattin des Heiligen Geistes ist. Daher ist es klar, dass Gott ihrem Gebet nicht widerstehen kann. Denn Gott, der in seinem tiefsten Wesen eine Beziehung der Liebe ist, hat mit Maria wie mit keinem anderen Geschöpf eine einzigartige Beziehung der Liebe, väterlich, kindlich und bräutlich, aufgebaut. Doch aus einem Schreiben, das an die Klarissen von San Damiano gerichtet ist, das heißt an Clara von Assisi und ihre ersten Gefährtinnen, sehen wir, dass Franziskus glaubt, dass dieselben Beziehungen der Liebe von jeder Seele zu den Personen der heiligen Dreifaltigkeit hergestellt werden können. In der Tat sagt Franziskus von ihnen, dass ihr euch durch göttliche Eingebung zu Töchtern und Mägden des allerhöchsten und höchsten Königs, des himmlischen Vaters gemacht habt und den Heiligen Geist geheiratet habt, indem ihr euch entschieden habt, nach der Vollkommenheit des heiligen Evangeliums zu leben. Deshalb ist die Seele, die Jesus im Leben folgt, eine neue Maria, Tochter und Dienerin Gottes des Vaters und Braut Gottes des Geistes, und tritt so in den großen Chor der Fürbitte für die Nöte der Welt ein, der von der heiligen Kirche zur Dreifaltigkeit aufsteigt. Che sale dalla Santa Chiesa alla Trinità.